Ja, wir sehen hier die Tageskerze im DAX. Wird jetzt wieder mit nach unten ge gezogen. Vorbörslich werden wir wahrscheinlich im S&P 500 im Minus eröffnen, obgleich die Ölaktien nach oben steigen. Das heißt, es ist eine ganz interessante Konstellation. Ja. Von daher insgesamt ein Plus im Swing Trading Depot. Obwohl die Hedge-Funktion geringer ist, nur ungefähr ein Viertel von insgesamt meiner ganzen Aktien, aber wiederum ein Viertel meiner ganzen Aktien sind Ölaktien, wie Shell und Lukoil und Gazprom, und die sind insgesamt doch ein paar Prozent nach oben. Also Shell jetzt zum wiederholten Male 10% im Plus. Naja, gut. Insgesamt wird es also ein vermeintlich positiver Tag. Diese Swing-Trading-Position, die ich jetzt Montag, Dienstag, gestern aufgebaut habe im S&P und 500 und DAX nach unten, dieser kleine Hedge, diese kleine Inverse-ETFs, ja, die werde ich vielleicht noch ein paar Tage länger halten. Das Ziel ist hier, ja, diese Abpraller von den 100-Tage-Linien nach unten hin auf 2,4, 2,3, sowas, ja, und dann werde ich die langsam wieder auflösen. Dann bis zum nächsten Mal, kurzes Update.